Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen, kleinen, anderen Video. Herzlich willkommen zu einem kurzen, was heißt kurz, einem Let's Comment. Und zwar ist das eine spontane Serie jetzt von mir, die sehr unregelmäßig folgt. Jedenfalls ist diese Serie so aufgebaut, dass wenn ich ein Video finde, wo ich mich kaputt lache und es in der Regel Let's Plays sind, weil ich ja auch sehr viele Let's Plays als Let's Player anschaue und ich mir da so sehr aufs Gesicht schlage, da denke ich, möchte ich euch das nicht vorenthalten und es auch gleich ein wenig zu kommentieren, meine Meinung abzulassen, meinen Senf. Und da fangen wir auch doch gleich mal an mit dem schicken Video von Jack Dennix, dem 11. Kapitel seiner Super Mario Master Quests Nummer 8. Ja, unten links oder rechts, ist mir gerade entfallen, seht ihr den Counter mit den Beleidigungen und alles. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video. Ich bin gerade so angepisst von diesem scheiß Kack-Game, das glaubt ihr mir gar nicht. Wow, drei Kraftausdrücke innerhalb der ersten 5 Sekunden. Kann ja nur besser werden. Ja, wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen weiter, was natürlich daran liegt, dass ich der letzte Teil, der sowieso nur aus einer Schrei-Orgie bestand, er hat Orgie gesagt, ja toll, nicht aufgenommen wurde, weil irgendwie Fraps wieder gemeint hat, ja, ich muss so scheiß lustig sein und mal wieder ein Teil herumspinnen. Boah, ey. Und beim vorletzten Teil, der für euch jetzt der letzte Teil ist, wurden irgendwie die letzten 4 Minuten der Audiodatei entfernt und deshalb, ja, sage ich jetzt nur willkommen zurück zu diesem Scheißspiel mit den schwulen, grünen, großen Ringen. Ja, und bevor ihr jetzt anfangt zu meckern, ja, schwul ist kein Ausdruck, aber ich werte hier alles als Ausdruck, was wie ein Ausdruck klingt oder gemeint ist, wie eine Verblödung, Gemeinheit oder sonstiges alles, was für den Counter bestimmt ist. Deshalb auch der Orgienbonus. Und dann muss ich mal extra die Tasten L und R wieder auf die Tastatur legen, damit ich irgendwie in das Scheißspiel Schloss reinkam und dann muss ich dieser Mario immer denken, uhuhu, ja, ich spring einmal hoch und einmal tief, weil ich bin lustig, ich will den Dennix verarschen und ich zeig dir meinen scheiß verfickten dämlichen Ja, das war mein Schnaps, wie ihr den gehört habt. So, wir versuchen jetzt da, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Alter. Ich glaube, ich habe ich jetzt wieder Ding eingestellt, irgendein Slowdown? Ja, toll, ich habe gerade irgendwie einen Slowdown eingestellt. Hab keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Juhu, das, meine Freunde, sind die speziellen Fähigkeiten von Dennix. Ich musste auch schon Leben sammeln, weil ich nur mehr 7 Leben hatte nach dem letzten Teil. Das wundert euch nicht, weil ich jetzt wieder so viel Leben hatte, was eigentlich gar nicht viel Leben sind, weil ich vorher auch so viel Leben hatte, aber ist ja egal. So, wir springen durch den ersten, über den ersten schwulen grünen Kreis, springen über den zweiten schwulen grünen Kreis und springen über den dritten schwulen grünen Kreis. Ich habe nichts gegen grüne Kreise und ich habe auch nichts gegen Schwule, aber ich habe was gegen schwule grüne Kreise! Boah! Dann bewege ich mich wieder nach rechts, während die verfuckte Fast-Forward-Taste läuft. Obwohl ich es genau weiß, dass wenn ich mich bewege während dieser Taste, dann springt dieser Kanacke von dämlichste Videospiel-Protagonisten-Figur, die es jemals gegeben hat, mal wieder nicht hoch genug und meint, er muss in diesen scheiß verfickten Abgrund fallen, nur um mir ins Auszuwischen. Weißt du was, Mario? Geh doch einfach in die Ecke, sterben. Und nun kommt der Teil, den ich persönlich am meisten feiere. Kleine Warnung an Minderjährige, nichts für eure Ohren. Geh doch einfach, ja, oder fall darunter und fick einfach deine verdammte Mutter, denn um Peach zu knallen, bist du eh zu doof. Das macht nämlich dauernd Bowser, denn du rettest sie nur und kriegst dafür einen Kuss auf die Wange, weil, hey, sie will nichts von dir, okay, ist das nicht klar? Sie liebt dich nicht, sie nutzt dich fucking aus. Hast du das kapiert? Boah. Und nach so einem Mario-Diss würde ich ganz einfach sagen, wenn ihr wissen wollt, wie Jack Dennix Reise durch Super Mario Quest 8 weitergeht, dann würde ich einfach sagen, klickt direkt hier in das Bild und gelangt direkt dorthin, wo wir aufgehört haben und macht euch einfach selber ein Bild, wie Jack Dennix sich weiter durch dieses Spiel quält. Naja, mein Name ist Tex, auf Wiederhören.